Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Oliftown. Ich bin euer Basti. Schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Es ist morgen, wach auf und ich wünsche euch hoffentlich ein gesundes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr gut reingerutscht. Das ist unsere erste Folge im neuen Jahr und die ist auch schon sehr interessant. So, unsere Raina sitzt hier. Wir müssen... Je mehr ich über Geschichte lerne, desto weniger glaube ich an Zufall. Unser Treffen zum Beispiel, das wird definitiv Schicksal. Das ist schön. Und wir haben ja immer noch eine Aufgabe mit diesen Melonen hier und die werden wir hoffentlich dieses Jahr endlich zu Ende bekommen. Und dann ist es auch leider Zeit, Abschied zu sagen von diesem wunderschönen Let's Play. Aber ich glaube, im Sommer soll ja auch ein neues Story of Season erscheinen, was wir uns zusammen natürlich auch anschauen werden. So, wir müssen mal schauen. Also, wir können hier auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Melonen reinpacken, denn die Kartoffeln sind so fertig jetzt. Mal gucken, habe ich die im Herbst drin oder habe ich die im... Ich habe die, glaube ich, im Winter drin. Ja. Sehr gut. Das sind aber auch nur 6er Melonsamen hier gerade gewesen. Aber hier ist einiges fertig. Der Honig ist fertig. Marmelade ist auch fertig. Da können auch neue Pflanzen rein. Sehr schön. Mal schauen, haben wir denn noch was? Wir haben eine von diesen Melonen erst. Ah, das ist natürlich nicht so prickelnd. So, wir packen mal hier 10-mal Erdbeeren rein und hier nochmal 5-mal. Den Rest verkaufen wir. Ich hoffe mal, dass irgendwann unsere Melonen auch fertig werden. Wir fangen jetzt mal hier hinten bei unseren Tieren an heute. Und dann schnappen wir uns als erstes hier mal die ganzen Eier. Hier werden auf jeden Fall, wird hier noch was ausgebrütet. So, wir haben 8er Eier bekommen. Und ich glaube, heute können wir auch unsere Lamas wieder... Können wir auch unsere Lamas wieder scheren. Das müsste eigentlich soweit sein, oder? Oh ja. Das heißt, wir bekommen auch jede Menge Wolle. Obwohl wir ja eigentlich Melonen brauchen. Aber ich glaube, die sind auch noch nicht wirklich fertig. Wir lassen uns einfach mal überraschen und schauen einfach mal. Auf jeden Fall bekommen wir auch einiges an Alpaka-Wolle plus jetzt hier zusammen. Wunderbar, rauslassen kann ich sie leider noch nicht, weil wir haben ja noch Winter, ist alles nicht so toll. So, hier oben war auch nochmal Honig fertig und ein paar Sporen sind auch fertig, aber es ist schon okay. So, da müssen wir mal schauen, dann gehen wir am besten gleich zu unseren Kühen mal. Ich habe ja noch ein bisschen Platz hier. Blumen sind auch fertig, die werde ich vielleicht auch noch ernten, mal schauen. Aber jetzt müssen wir erstmal zu unserem Büffel und zu unseren Kühen hier gehen. Ich bin noch nicht so sicher, wie lange das LP noch gehen wird. Es wird jeden Sonntag halt eine Folge kommen. Ich könnte natürlich auch jetzt jeden Tag eine Folge bringen, aber nein. So oft spiele ich jetzt auch nicht mehr. Ich nehme immer 3-4 Folgen auf. Das reicht dann wieder eine Weile. Und dann, ja, haben wir noch ein bisschen länger was von diesem wunderschönen Spiel. Sollten wir erstmal schauen, dass ich hier durch kann. Die Blumen sind noch nicht fertig, die sind noch nicht fertig. Aber die hier sind fertig. Die kann ich definitiv mitnehmen. So, das ist auch alles fertig. Dann kann ich mir erstmal hier den Melonsamen noch holen. Bei den Blumensamen, oh Gott, da will ich nicht hin. Da muss ich erstmal schauen. Da sind auch wieder welche fertig. Da kann ich aber auch nichts reinpacken, ne? Warte mal, sind das... Das sind ja 4 Stück. Das sind Winterblumen. Die kann ich eigentlich auch gleich nochmal aussehen. Da muss ich mal schauen. Haben wir da noch... Was sind denn das? Das sind so eine Orangen. Ne? Die habe ich aber nicht mehr, ne? Da habe ich nur die Nuller. Ich packe die mal hier rein. Dum, 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 dum. So, die 4er werde ich hier... Die werde ich hier erst auf jeden Fall mal sehen. Die 4 Samen, die wir hier haben.
Oh, was habe ich denn damit genommen? Oh, eine Käse, eine Katzenblume. Hm. Die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich. So, dann packen wir die... Oh, falsche Kiste. Die 10er Melonensamen hier rein. Ich habe hier einmal 10er und ich habe 6er. Ich habe nochmal 18 von denen. Okay. Aber die sind auch noch nicht fertig. Ich hoffe mal, dass ich da wieder so ein paar gute Melonen rausbekomme. So, wir haben ja Milch, glaube ich, mitgenommen. Wir können auf jeden Fall das hier alles erstmal voll machen. Bei Milch haben wir gerade richtig viel. Und ich war ja noch nicht bei meinen anderen Tieren. So, das ist fertig, das ist fertig. Dann packe ich mal, würde ich sagen, die Milch hier komplett rein. Eier habe ich sogar auch noch hier drin. Dann werden wir uns mal jetzt noch die restlichen 10er Eier holen. Die können wir auf jeden Fall gleich in die... Ich hoffe ja mal, dass ich relativ viele normale Eier hier kriege und nicht so eine goldene. Ah, da gibt es nämlich schon so eine goldene. Die kann ich mir ja aufheben. So, hier brutzeln aber auch noch. Hier wird auch noch ein bisschen was durch. Also wird ein Ei ausgebrütet. Das war, Mann. So, das kommt hier rein. Das kommt alles hier rein. Ich könnte natürlich auch in meinen Sommergarten gehen. Aber ich glaube, in meinem Sommergarten sind die Melonen auch noch nicht fertig. Meine Pilze hier brauchen auch noch ein bisschen. Ah, hier könnte auf jeden Fall ein bisschen Futter rein. Warte mal, habe ich nicht so eine komische Blume mitgenommen? Ja. So, das Futter ist auf jeden Fall erstmal wieder voll hier. Dann habe ich ja, wie gesagt, Wolle bekommen. Hier ist auch noch, sind auch noch Melonensamen fertig. Sehr schön. 9-mal Alpaka-Wolle und... Ah, da ist... Ist noch nicht ganz fertig, na gut. Dann kommt das hier rein, das hier rein, das hier rein, das hier rein. Der Rest wird verkauft. Dann müssen wir unsere... So, dann werde ich mal in den Sommergarten gehen. Hallo Mia, du kannst mal mitkommen. So... Ich fange natürlich beim Wintergarten an. Vielleicht habe ich ja Glück und der Lauch ist fertig. Ja, der Lauch ist definitiv fertig. Der ist erntebereit. Wunderbar. Müssen wir mal sehen, wie viel wir... So. Dann nehmen wir natürlich... Dann nehmen wir natürlich hier die Samen auch noch gleich raus, die hier drin sind. 36, habe ich 72, müsste ich sogar fast alle Felder wieder voll bekommen. Ich könnte natürlich hier auch noch andere Sachen hinpacken. Zum Beispiel, ich glaube, Karotten wachsen auch im Winter, ne? So. So, dann müssen wir mal schauen, wo haben wir denn die? Hier haben wir die Samen. Dann werden wir die natürlich hier anpflanzen wieder. Die brauchen auch eine Weile. Aber es ist auf jeden Fall immer eine schöne Möglichkeit, noch ein bisschen Geld zu machen. So, 48 haben wir noch. Im Winter kann man halt nicht so viele Sachen sehen. Bei Stardew Valley zum Beispiel kann man im Winter gar nichts sehen. Außer vielleicht die gemischten Samen, dass dann... Kokos oder irgend sowas wachsen. So, 10 haben wir noch. Wir müssten eigentlich komplett, ja, die Felder voll kriegen. Wunderbar. Dann können wir auf jeden Fall hier den Reis mitnehmen. Der ist dann auch erstmal komplett fertig. Ich habe hier aber, glaube ich, auch noch 6 Mano. Okay. Dann kommt der hier raus. Dann ab in Buntblattgarten, das ist unser Herbstgarten. Da ist ja auf jeden Fall... Ja, da ist wieder ein bisschen was fertig. Kann ich definitiv die Setzlinge reinpacken. Die Tomatensetzlinge. Die Marmelade möchte ich noch gerne mitnehmen. Aber hier hinten ist sonst nichts weiter fertig. Die Tomaten brauchen noch ein bisschen. Okay.
Die Äpfel brauchen auch noch ein bisschen. Dann schauen wir in unseren Immerson. Ah, ich hätte vielleicht die Melonensamen sogar mitnehmen können. Dann haben wir Paprikasamen. Oh, hier, der Dings ist fertig. Kürbisse sind fertig. So, Marmelade ist auch fertig. Warte mal. Und so wie ich das sehe. Wie ich das sehe, sind auch die Kokosnüsse bereit zur Ernte. Okay, wir bekommen auf jeden Fall ziemlich viel Kürbisse hier. Ich weiß gar nicht, sind die Mangos hier fertig? Das sind aber auch, glaube ich, nicht so gute Mangos, oder? Von der Qualität her. Nee, da will ich nicht hin. Ach, Pfirsiche sind das. Okay, warte mal, das sind Zitronen hier, ne? Die sind auch erntebereit. Sehr gut. Das heißt, ich bekomme wieder ein paar Früchte, auch für meinen Hauptgarten, dass ich da wieder ein bisschen Marmelade machen kann. Hier unten sind noch Bananen drin. Bananen habe ich ja gerade gar nicht mehr. Ich habe zum Beispiel hier 8-mal Paprika. Möchte ich aber nicht. Das sind, glaube ich, Melonen. Bin ich im Sommergarten? Ich bin im Sommergarten drin, ne? Okay, warte mal. Also Paprika kann erstmal hier rein. Kürbisse habe ich auch nicht mehr so viel. Hier wächst Paprika. Dann werde ich hier jetzt auf jeden Fall mal Kürbiskerne produzieren. So, das ist gut. Dann kann ich auf jeden Fall 20 Kürbisse hier reinpacken. Ich nehme die Zitronen und die Dinger nehme ich mit. Mangos habe ich hier drin. Ne, die nehme ich mit. Da habe ich 18 Zitronen und 10 mal Kokosnüsse, ja. Und hier werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Melonen anpflanzen. Die wachsen ja im Sommer. So, werden wir erstmal zu unserem Hof zurückgehen, ein bisschen was verkaufen. Dann holen wir uns die 10er Melonsamen. Obwohl, ich bräuchte keine 10er Melonsamen. Ich könnte mir ja die anderen eigentlich anpflanzen. So. Erstmal alles verkaufen. Dann kommt auf jeden Fall das und das hier rein für diese beiden Sachen hier. So, dann nehme ich die mit. Das sind alles 6er hier, ne? Mal schauen, was ich am meisten habe. Ich habe, glaube ich, am meisten 6er Melonensamen. Die kann ich eigentlich dann hier... die kann ich eigentlich für hier lassen. Ich mal gucken, habe ich nämlich 48. Und die 18 von denen nehme ich mit, weil die wachsen ja im Sommer. So, die wachsen im Sommer und im Herbst, okay. Ja, die pflanze ich auf jeden Fall jetzt noch. Warte mal, das können wir mitnehmen, wenn wir hier einmal sind. So, wird verkauft. Die Melonen pflanzen wir auf jeden Fall noch an. Vielleicht haben wir ja Glück, dass in den Gärten diese tollen Melonen wachsen. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr schön. Das wird alles verkauft. Jetzt geht's ab im Sommergarten. Im Frühlingsgarten müssen wir natürlich auch noch schauen. Aber was machen wir dann in den nächsten Folgen? Vielleicht klappern wir dann einfach mal die anderen Sachen ein bisschen. Oh, hier sind auch noch mal irgendwo Pfirsiche. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier auf jeden Fall noch 10er Melonen hinkriege. Ich habe nur noch 4. Okay. Dann ist das auf jeden Fall weg. Dann habe ich hier noch die neuen. Aber die kann ich verkaufen, weil die sind ja nicht erntebereit hier, ja? Nee. Okay. Blütenwindgarten war unser Frühlingsgarten. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Ich glaube, da hatte ich Kartoffeln gepflanzt, oder? Nee. Ich möchte nicht mit dir quatschen. Alles gut, alles gut. Ich nehme die Marmelade mit. Die Samen nehme ich mit. Die kommen aber auch alle gleich hier rein. Die kann ich ja hier gebrauchen. Da kann ich mir dann auch welche holen, aber die sind noch nicht fertig hier. Oh, doch, hier ist ein... Ah, Moment, hier ist einmal was. Die Kirschen noch nicht, die Avocados sind auch noch nicht ganz fertig.
Aber hier kann ich zum Beispiel Pfirsiche reinpacken. Und die Kaffeebohnen nehme ich auch mit. Da habe ich jetzt 10... Nee, Marmelade, Kaffeebohnen habe ich. Und was habe ich hier angepflanzt? Weiß ich gerade gar nicht. Okay. Aber aus den Kaffeebohnen kann ich ja zum Beispiel auch Kaffee machen. Und Kaffee kann ich, glaube ich, teurer verkaufen als die Kaffeebohnen an sich selber. Da muss ich mal schauen. Welche Maschine war denn jetzt für die Kaffeebohnen zuständig? Die war's nicht. Die war's nicht. Die war's. Kann ich eigentlich alle 10 reinpacken. Und dann machen wir da halt ein bisschen Kaffee raus. Hier gibt's auch ein. Oh, ich habe über 200.000 an Geld verdiene ich hier heute. So viel Geld brauche ich im Endeffekt gar nicht. So viel Geld brauche ich im Endeffekt gar nicht. Aber ich kann ja zum Beispiel die Alpaka-Wolle hier reinpacken. 10-mal die Alpaka-Wolle plus. So. Jetzt haben wir uns eigentlich um alles gekümmert. Hier kann ich mal noch ein paar Sporen rausnehmen. Das sind 2 Stück noch. Wie viel gibt es hier hinten noch? Da haben wir insgesamt 3 von denen. Aber da haben wir, glaube ich, auch genug. Ja, haben wir 21. Mit Pilzen kann man nämlich auch ganz gut Geld verdienen. So, also ich kann... 1 Ei, 2 Eier, 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal. So. Also, ich hoffe doch mal, dass ich richtig gezählt habe. Die Eier sind auf jeden Fall weg. Und die Milch ist auch weg. Wunderbar. Hier könnte ich jetzt nochmal... Nee, kann ich noch nicht Eier reinschmeißen. Gut, so, dann nehmen wir das Eisen mit, das ist durch. Und das Holz ist noch nicht komplett fertig, aber da brauchen wir auch, glaube ich, nicht mehr so viel. So, wie sieht es hier aus mit den Illusionsstoffen? Da kann ich nochmal ein bisschen was machen, sehr gut. Dann kommt das hier rein, das Holz nicht. Das lassen wir mal. Die Blumen sind wahrscheinlich dann morgen fertig. Die Melonen vielleicht, wenn ich Glück habe, auch. So, das kommt erstmal weg hier. Nee, ich hoffe doch mal, das bleibt hier. So, da kann ich dann nämlich wieder im Frühling Gras anpflanzen, sollten wir den Frühling noch... erleben. Das weiß ich ja nicht, weil ich habe ja gesagt, wenn wir die nächste Aufgabe fertig haben, ist das Let's Play auch beendet, weil ich glaube, dann haben wir alles gesehen, was es hier gibt. Außer es wurden noch ein paar neue Aufgaben dazu gepatcht, das weiß ich aber halt nicht. Da müssen wir uns erstmal überraschen lassen. Ja, aber 230.000 an Geld ist schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Und hier 40 mal Eisen. Boah, ich habe... Boah, über 1000 mal Eisen, das ist Wahnsinn. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Hier kann ich auch noch mal ein bisschen ein paar Steine machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal noch ein bisschen Illusionsholz und so holen gehen. Das machen wir aber in dem nächsten Part, denke ich mal. So, hier oben haben wir noch ein bisschen Oregano. Das nehmen wir mit. Den. Ah, dahinter kommt. Ah, doch, die Erdbeere kann ich. Oder Wildbeere kann ich noch mit. Den Oregano hebe ich ja auf. Den hatte ich, glaube ich, hier drin. Den Kohl brauche ich eigentlich nicht. Den Kohl brauche ich nicht, der kann weg. Es ist auch schon wieder um 7 und die Folge ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, mal noch ein bisschen angeln zu gehen. Ein bisschen Platz habe ich ja noch. Ich weiß gar nicht, kann ich hier eigentlich... Ja, ich kann hier noch angeln, okay. Hätte ja natürlich sein können, dass ich hier nicht mehr angeln kann wegen dem Boot. Ich finde es ein bisschen schade, dass die DLCs hier dass das nicht wirklich weiter ausgebaut wurde. Dass man da halt überhaupt nichts machen kann in den 3 anderen Ortschaften, wo man hinkommen kann. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist ein dicker Fisch, oder? Ein Lachs mit
61 cm und der gibt auf jeden Fall auch richtig gut Geld. Der hat ganz schön gezappelt hier an unserer Angel. Dumm, 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 dumm. Morgen sind vielleicht die Melonen fertig, mal sehen. So, da kann ich durchziehen. Eine Sardine, okay. Ja, ich denke mal, das reicht jetzt. Ich will ja nicht meine Kiste überfüllen, obwohl... Mal sehen, was es für die Fische gibt. 471 und jetzt ist nämlich Schluss hier, okay. So, warte mal, wir gucken mal. Da gibt es 115 und da gibt es nur 12. Ja, da ist ja logisch, dass hier der... Fisch reinkommt. So, die Bären habe ich dann halt gegessen. Alles ist voll, mehr kann ich sowieso nicht reinstecken. Das läuft alles noch hier. Den Obstbaum hier, den lasse ich auch mal stehen. Schade, dass man hier auf der Fläche nicht noch irgendwie ein bisschen was machen kann. Und vielleicht reiten wir auch morgen mal mit unserem Pferd wieder. Aber ich möchte ja morgen eigentlich mal ein bisschen Holz holen und ein bisschen Gras beschaffen. Aber ich denke mal, jetzt werde ich erstmal schlafen gehen. Vielleicht schlüpft ja ein Küken oder so. Ist morgen irgendwas Besonderes? Nein. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ach nee, der Tag ist vorbei. Es ist nur noch einmal das Schneefeuerfest. Aber das ist erst am 25. Da haben wir noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Und ich bin vor unserer Tochter im Bett. Ist in Ordnung, kann ich mitleben. Ist nicht so schlimm. So, was haben wir denn gemacht hier? 235.000 ist wirklich schon eine ganze Menge, denke ich mal. Und wenn jetzt kein Küken schlüpfen sollte... Ja, es schlüpft Küken. Das heißt, wir brauchen wieder einen neuen Namen. Piep, 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 piep. Da haben wir es. Da ist unser neues kleines Küken. Und ich finde, die Klamotten, die wir anhaben, finde ich richtig schick, muss ich sagen. Richtig schön. So, wie nennt man dich denn? Boah, haben wir schon eine Dori? Ich weiß gar nicht. Ich mache mal eine Dori lieber mit Y, nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Ja, das sollte eigentlich oben in unserem zweiten Stall gewesen sein. Die schlüpfen sogar beide. Okay, ich habe die ja beide sich vermehren lassen. Vielleicht kommt da noch eine Kuh, aber ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Und vielleicht bräuchten wir auch mal ein paar normale Hühner und nicht immer nur diese Seidenhühner hier. Du heißt einfach... Oh, du hast, kriegst einen lustigen Namen. Du heißt Weihnacht. So. Weihnacht. Sehr schön. Soll dein Küken Weihnacht heißen? Ja, soll's. Okay, ich glaube, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.